Wir präsentieren hier auf der Innenschutz unser neues SmartForce Akkurettungsgerät, der Nachfolger vom eForce Gerät. Smart deshalb, weil wir hier tatsächlich Digitalisierung betreiben, wie es auf der Messe das Leitthema ist. Wir haben im Gerät verbaut, neben den ganzen neuen Features an der Hydraulik, ein Kommunikationsmodul mit eigenem WLAN und mit LTE-Verbindung, wo ich das Gerät über eine App entsprechend steuern kann und auf das Gerät einwirken kann, um mir im Einsatz und vor allem in der Ausbildung und im Service Vorteile zu verschaffen. Wir haben jetzt hier zum ersten Mal das Ganze gelöst mit 18 Volt, im Vergleich zuvor 28 Volt. Ein großer Wunsch vom Markt, dass wir hier kompatibel sind mit Milwaukee M18, wo es deutlich mehr Geräte als Parallelsystem gibt. Haben wir hier geschafft, allerdings muss man dazu sagen, man braucht den High-Output-Akku von Milwaukee. Mit dem Standard-Akku funktioniert es nicht, wir ziehen einfach extrem viel Leistung aus dem Akku, damit unser Gerät die richtige Power hat. Also wir haben im Gerät selber ein WLAN-Modul verbaut, das spannt sein eigenes WLAN auf wie ein Access Point daheim. Damit kann ich mich mit dem Tablet oder einem iPhone verbinden, funktioniert mit iOS und Android. Ich gehe in das WLAN rein, verbinde mich da und kann dann Einfluss auf das Gerät nehmen. Sobald das Gerät läuft, kriege ich auf dem Tablet entsprechende Druckwerte angezeigt. Ich sehe den Batteriestand, ich sehe die Restlaufzeit und habe hier eben damit Live-Daten im Einsatz. Für die Ausbildung auch den Einsatz, wenn eine gefährliche Situation auftritt, muss ich als Ausbilder nicht unbedingt Stopp schreien, uns reagiert keiner drauf. Ich löse den Safety-Stop aus, das Gerät geht automatisch aus und es dauert 10 Sekunden, bis ich es entsprechend wieder einschalten kann. In der Zeit erkläre ich demjenigen, was falsch gelaufen ist und dann kann sicher weitergearbeitet werden. SmartForce-Antrieb ist für alle unsere Geräte verfügbar, genauso wie die Akkugeräte der eForce-Serie. Es gibt Scheren, Spreizer, Kombigeräte und Rettungszylinder. Wie gesagt, verwenden wir hier jetzt die M18-Technologie von Milwaukee, hier mit unserem Standarddeckel abgedeckt. Wir können auch hier Wasserdichtheit garantieren und das Gerät unter Wasser einsetzen. Dafür müssen wir den Deckel einmal wechseln auf einen wasserdichten Deckel, um diesen kompatiblen Akku von Milwaukee zu schützen. In letzter Zeit ist es ja auch in Österreich immer mal wieder vorgekommen, dass hydraulische Rettungsgeräte bei Feuern gestohlen werden. Dafür hat die SmartForce-Serie jetzt einen eigenen Diebstahlmodus. Und zwar setzt man einen Heimatstandort für das Gerät, einen Umkreis, in dem es sich bewegen kann. Und sobald das Gerät diesen Umkreis verlässt, bekommt man eine Benachrichtigung, dass hier eine ungewöhnliche Bewegung stattfindet. Darauf kann man das Gerät entsprechend sperren und in den Diebstahlmodus versetzen. Dafür ist ein Passwort notwendig. Das Gerät ist sofort totgeschaltet, es geht nichts mehr, ich kann es nicht mehr einschalten, ich kann es nicht mehr bedienen. Auch ein Akkuwechsel oder Ausbau von Komponenten bringt hier nichts. Das Gerät wird nur dann entsperrt, wenn wir es bei unserem Service legitimieren und wieder freigeben. Gleichzeitig sendet das Gerät alle 30 Sekunden einen GPS-Standort, sodass es von der Polizei oder der Feuerwehr aufgefunden werden kann.